Es wäre halt echt cool, wenn man mal ein bisschen mehr sehen würde. Ist gar nicht so einfach bei dem Gehäuse hier. Ah. Muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben. Jetzt habe ich schon cooles Zubehör hier, Düsenzubehör, und trotzdem komme ich nicht ran und sehe es nicht richtig. Die Düse verdeckt mir immer die Sicht auf die Schweißnaht. Ändert einfach nichts. So, ich glaube, das Problem haben schon mehr Schweißer gehabt, dass sie nicht wussten, wie sie den Brenner noch halten sollen oder sich verbiegen sollen, dass sie dann wirklich noch was sehen, wo sie schweißen müssen. Vor allen Dingen bei solchen, ja, komplexen Sachen wie so einem Motorgehäuse hat man oft das Problem, dass die Keramikdüse einfach die Sicht auf die Schweißen hat, wo wir schweißen müssen und reparieren müssen, einfach behindert. So, was gibt's hier? Wir haben heute das Thema Glasdüsenset. Wir haben zwei Stück zur Auswahl, die wir mal gegenüberstellen wollen. Ich sage mal nicht vergleichen, weil man kann die nicht miteinander vergleichen, sie sind sehr unterschiedlich. Nach dem Intro starten wir mit dem Thema heute. Ja Leute, seid gegrüßt zu einem neuen Video von mir heute vom Alulöffel. Ihr habt quasi vor dem Intro gesehen, was wir heute für ein Thema haben. Ich zeige es euch mal kurz rein. Wir haben hier zwei unterschiedliche Sets. Glasdüsen für den Dickbrenner hier auch. Auch natürlich nur mit normalen Keramikdüsen drin. Und genau das ist heute das Thema. Bei mir ging das so los, dass ich oft mal so einen Punkt hatte, wo ich einfach bestimmte Sachen nicht gesehen habe. Wie zum Beispiel bei so einem Motorengehäuse, ja, wo man dann halt irgendwas Kleines schweißen muss, wie diesen kleinen Ausbruch hier, und dann hat man die Keramikdüse und man sieht einfach nicht das, was man gerne schweißen möchte. Hier hat man natürlich bei einer Glasdüse den Vorteil, das sagt es ja schon, dass man quasi durchgucken kann, ja, deswegen Glasdüse. Und wir haben natürlich auch eine bessere Gasabdeckung, weil die Gasdüse oder die Glasdüse in dem Fall hier auch noch größer ist. So, wir haben hier zwei Varianten, eine günstige und eine teurere Variante. Einmal von Weldinger, auch in einem schönen kleinen Kunststoffdöschen, finde ich eigentlich immer sehr, sehr cool, weil ja, so hat man alles übersichtlich, alles parat. Man macht die Box auf und sieht eigentlich alles, was man sehen muss. Ich mache gleich nochmal eine Nahaufnahme, beziehungsweise stelle ich mich einfach mal hinter die Cam und zeige es euch. Also so sieht das Ganze aus, finde ich wirklich sehr, sehr cool, weil ja, alles in der Übersicht, alles im Überblick, was man braucht. Von Kenby jetzt hier quasi genau dasselbe. Hier haben wir nur einen Pappkarton, da ist auch alles drin, übersichtlich. Was ich auch ganz cool finde, ist sogar diese Übersicht oben im Deckel, ne, wo man dann genau sieht, was alles drin ist. Ja, also vorweg müssen wir natürlich sagen, wir haben eine günstige Variante und eine teure Variante. Das müssen wir natürlich dann klar differenzieren und sagen, okay, für was ist was besser geeignet. Lohnt sich das teurere? Ist das günstigere besser? Ist das teurere besser? Würde ich immer sagen, muss man immer im Verhältnis sehen. Ne? Wir haben Hobbyschweißer hier auf dem Kanal, wir haben Anfänger, wir haben auch Profischweißer vermutlich. Das muss man einfach ein bisschen differenzieren, deswegen würde ich nie sagen, kauf das billige, das ist besser. Ich würde aber auch nicht sagen, kauf das teure, das ist besser. Also immer, ich würde sagen, es haben beide ihre Vorteile vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach unterschieden. Und deswegen ist keins besser oder schlechter. Jeder auf seinem Gebiet, so ist meine Meinung, weil dann immer andere so ein bisschen diesen Punkt sagen, das eine ist so viel besser. Ja, vielleicht für den Profi, der täglich mit schweißt, okay, für jemanden, der 2-3 Mal die Woche schweißt, reicht vielleicht auch das günstigere Set aus. Das müssen wir natürlich jetzt einfach mal unterscheiden. Was jetzt auf den ersten Blick von mir erstmal so ist, wir haben hier von Weldinger kleinere Glasdüsen, also die, ich packe die mal aus, ist auch schön in so einem Verpackungsmaterial, haben wir hier eine kleinere Glasdüse, also die ist nicht so groß wie die von Kenby hier, also von Schmidtke Schweißfachhandel. Die ist um einiges größer, also da kriegen wir quasi von Weldinger, können wir die reinstellen. Das heißt quasi, haben wir hier wahrscheinlich ein bisschen mehr Gasabdeckung, aber natürlich, wir haben beides Glas, das heißt, wir können durch beides super durchgucken, ne? Was jetzt erstmal der Glasvorteil ist von diesen Glasdüsen. Genau, gasabdeckungstechnisch müssen wir natürlich sehen. Wir gehen natürlich auch mal in den Praxisbereich, in den praktischen Bereich rein, wo wir sagen, gut, wir schweißen mal mit beiden, schauen, was sieht besser aus, braucht man diese riesige Gasabdeckung überhaupt und für was braucht man sie? Das ist ja auch der Unterschied. Weil ich kann gleich vorweg sagen, für Aluminium braucht man so eine riesen Gasabdeckung nicht. Ja, eine Gaslinse auf jeden Fall, schweißt sich um einiges besser.
Aber dass ich jetzt mit dem Druck, mit dem Bar bei Aluminiumschweißen höher gehe, wie bei, zum Beispiel bei Edelstahl, wo wir ja eine Abkühlung mehr wollen und durch die Anlauffarben die Geschichte, gell, ist in dem Fall bei Aluminium nicht. Deswegen, ob das für Aluminium Sinn macht, wir werden es austesten, auf jeden Fall. Aber heute erstmal die Vorstellung dieser zwei Glasdüsen-Sets. Wir fangen jetzt also quasi mit dem günstigeren Set an, von Weldinger. Außen sehr cool, steht genau alles dabei, was quasi innen drin ist. Brennerkappe lang, Brennerkappe kurz, Isolator, Spannhülse, Gaslinse, Glaskappe, O-Ringe. So, alles schön beschrieben. Also wie gesagt, ich finde die Box sehr cool, schön stabil. Dann haben wir hier quasi hier vorne die vier, hier haben wir ja schon eine ausgepackt, die vier Glasdüsen. So sieht das Ganze aus. Ist, sagen wir mal, von der Keramikdüsengröße her, ja, ähnlich wie das, was ich möchte, habe ich hier die 7er, ja, ein Ticken größer, also vom Durchmesser größer und ist halt einheitlich groß. So, dann haben wir hier die O-Ringe zum Befestigen, die Gummiringe für die Glasdüse. Dann haben wir hier die kurze und die lange Brennerkappe und hier haben wir noch zwei Gaslinsen. Ja, Spannhülsenhaltern in die Kappe. Wie heißt diese Kappe? Das wird wahrscheinlich der Isolator sein. Hä? Genau. So, das ist quasi das Set, was hier alles dabei ist. Coole Nummer. Schöne Verpackung. Gefällt mir sehr gut. Jetzt kommen wir zum Set Nummer 2. Hier haben wir ein bisschen mehr drin. Beziehungsweise ist hier die Beschreibung. Hier ist der Innentrainer, nicht außen. Und wir haben hier auch noch die Brennerkappen. Hier haben wir halt noch eine mittlere dabei, also wir haben die lange, mittlere und eine kurze. Das heißt, wir hätten jetzt in dem Fall eine mehr dabei. Ansonsten haben wir auch vier Glasdüsen. Ja, wie gesagt, die ist um einiges größer. Da passt, wie gesagt, die andere rein. Also wir haben jetzt hier mal eine 6er, die passt auch noch da rein. Also kriegt das so ein ungefähres Gefühl, wie groß es ist. Dann haben wir hier noch drei Gaslinsen, drei Stück, Spannhülsen. Halter, hier sind die O-Ringe drin und dann noch Keramikdüsen. Achso, hier können wir es ja auch lesen, von 4 bis 7 noch die Keramikdüsen dabei. Also das Set ist ein bisschen größer, aber da das Thema Glasdüse ist, gut, ist das natürlich cooles Gimmick, dass die dabei sind, aber wäre jetzt gar nicht notwendig. So, also das sind erstmal die zwei unterschiedlichen Pakete. Genau, das waren jetzt quasi erstmal die zwei Pakete, also die zwei Sets im Überblick. Einmal von Weldinger, Haus Werkstatt 24, die etwas günstigere Variante. Und dann einmal von Kenby, von Schmidt Geschweißfachhandel, die etwas teurere mit den größeren Gasdüsen, beziehungsweise, ja doch Gasdüsen, nicht Gaslinse. Jetzt würde ich sagen, wir bauen das Ganze mal zusammen. Wie sieht das am Brenner aus? Wie einfach, wie gut lässt sich es verbauen, das Ganze? Und dann schauen wir mal, ob wir in dem Video noch den Praxistest machen oder ob es dann ein Teil 2 dazu geben wird. So, als erstes müssen wir natürlich hier das rote Käppchen entfernen. Dann haben wir hier die O-Ringe. Mir haben sie gesagt, ich soll besser 2 als 1 drauf machen, dann hält es besser. Fangen wir von hinten an, es geht natürlich am einfachsten, gell, wenn wir hinten anfangen. Machen das bis vor aufs Gewinde, auf die Raste. Na. So. Genau. So, dann nehmen wir den zweiten. Fangen wir, wie gesagt, auch hinten an, geht am einfachsten. Und lassen den hinten so weit, wie es geht. So, dann brauchen wir jetzt quasi natürlich noch eine Spannhülse, gell, die Nadel dann schön hält, also die Wolfram-Elektrode. So, na, jetzt dreht sich immer wieder runter. Jetzt hält es. So, die haben wir natürlich hier im Körbchen drin. Brauchen wir eine 2-4er. Haben wir hier. Steht auch alles, das ist natürlich jetzt sehr klein, steht alles mit da drauf. Gehört so, gell. Und dann machen wir das quasi an unseren Wickbrenner dran und können dann die Glasdüse aufsetzen. So, dann drehen wir das schön drauf, dass es hinten schön abdichtet. Und dann haben wir hier quasi die Glaslinse. Jetzt müssen wir nochmal gucken, dass sich das natürlich jetzt nicht so, der Gummi so verschiebt. Gucken, wie gut das geht. Oh. Ja, das war's schon. Jetzt haben wir es quasi schon drauf. Jetzt müssen wir nur noch von meinem anderen Set, natürlich muss man natürlich jetzt ein bisschen aufpassen, ich hänge es lieber kurz weg, dass die Glasdüse nicht beschädigt. Hier haben wir die grüne Wolfram-Elektrode. Gucken wir mal, wie wir die jetzt noch reinkriegen. Oh, das geht super gut. Bum, bum, bum.
So, jetzt ist natürlich die Frage, macht es bei Aluminium Sinn oder nicht? Das ist jetzt natürlich dann der Praxistest. Cool sieht es natürlich aus, gell? Jeder, der die amerikanischen Schweißer kennt, die haben natürlich alles ein Riesending drauf. Sieht erstmal schick aus. Auf jeden Fall ist klar, wir haben hier eine große Gasdurchflussmenge. Und man sagt ja, mit dieser großen Düse muss man jetzt nicht so viel das Gas erhöhen. Da bin ich gespannt. So, für alle, ich finde echt ein cooles Tool. Oh, jetzt ist der Magnet schon wieder fest. Hier könnt ihr schön euren Wickbrenner reinhängen. Ich finde für, naja, fürs Glas ist es schon wichtig, dass hier nichts passiert, dass der schön gesichert ist und nicht noch was kaputt geht. Deswegen finde ich das echt cool. Wollte ich euch nur nochmal zeigen, das Tool. Zeige ich euch gleich nochmal im Ganzen, dass da hier nichts passiert. So, das wäre quasi Nummer 1. Ich sehe das nochmal. Wirklich sehr cool, weil wie gesagt, wenn das einmal runterfällt, bab, ist finito, da ist das Geld futsch. Passt gut rein, man kann es sogar so reinmachen. Also es gibt verschiedene Varianten, das könnt ihr dann ausprobieren, wie ihr es gerne wollt. Man kann ihn auch seitlich festmachen, also das ist echt eine coole Geschichte. So, jetzt haben wir quasi den ersten Brenner. Jetzt geht es rüber zu der Verpackung und wir bauen das mal zusammen. So, dann machen wir quasi den Ring hier oben drauf. Ah, der ist auf jeden Fall ordentlich straff. So, dann Spannhülse rein. Wir haben hier im Zubehör eine andere Kappe. Die müssen wir natürlich wechseln. Das ist quasi Step 1. Dann, ich habe es jetzt gerade hier schon mal drauf gemacht, dieser Gummiring. Der muss aber wahrscheinlich noch ein Stückchen weiter hin. Wir müssen mal gucken, wie weit sich das jetzt hier drauf dreht. Obwohl es könnte voraussichtlich schon reichen. So, wir machen mal die Spannhülse natürlich noch dazwischen. Die brauchen wir. Sonst hält die Wolfram-Elektrode nicht. Also ich muss das jetzt auch testen. Die Dichtungen sind, also die O-Ringe sind ein bisschen dicker als eben. Deswegen vermute ich mal, wir testen es mal mit einem. Ich glaube, dass es mit einem reicht. Natürlich das Glas nicht kaputt machen. Ja, das geht aber gut. Ja, das ging sehr gut. Ja, kann natürlich sein, mit einem zweiten hält es noch besser. Aber muss sagen, ihr seht es ja, glaube ich, ganz gut. Das sieht ordentlich aus. Wolfram-Elektrode rein. Manchmal ein bisschen gefummelt, wenn die Spannhülse hinten nicht will, gell? So. Ach, ist jetzt zu lang. Ja, gut, okay. Also die Brennerkappe hinten ist zu kurz. Das heißt, wir bräuchten quasi die ganz lange. Also diesen Ticken länger. Seht ihr? So 2 cm. Müssten wir jetzt quasi entweder die Nadel abschneiden oder wir machen andere Brennerkappe rein. Wir machen natürlich eine andere Kappe hinten dran. Wir haben sie ja da. Also, habt gesehen, ist genauso easy. Dichtung drauf. Das muss geändert werden, geht mit der originalen, wenn die dran ist, nicht. Aber das ist alles hier im Set enthalten. Einmal reicht es, die gehen ja eigentlich nicht kaputt. So, haben wir jetzt quasi beide Brenner schon mal komplementiert. Das heißt, wir haben hier die Glasdüse, wir haben da die Glasdüse. Sieht schon mal ähnlich aus. Okay, die Gasdurchlaufmenge wird natürlich anders sein, weil ihr seht es natürlich, boah, stecken Sie mal hier so rein, dafür ist der Tisch natürlich auch perfekt, dass wir hier natürlich weniger Durchmesser haben als bei der rechten. Wir können das Ganze natürlich auch mal, um besser zu veranschaulichen, mal in Zentimetern oder in Millimetern festhalten. Hier haben wir quasi 20 mm und hier haben wir ja ca. 14, 15 mm. Also sie ist quasi 5 mm größer, die 5 mm kleiner gegenüber der von Kenby. So, also geht es jetzt eigentlich quasi an den Praxistest. Wir müssen probieren, einmal Aluminium, weil das ist das Arbeitsgebiet, was mich am meisten interessiert. Aber natürlich auch Edelstahl, weil ich denke, das wird euch auch interessieren. Ihr habt es gesehen, wir haben beide Brenner, Wickbrenner mal vorbereitet. Einmal den Kenby-Brenner mit der größeren Gaslinse, Düse und einmal die kleinere. Ja, jetzt geht es quasi daran, dass wir das Ganze mal in der Praxis testen. Ich würde es, wie gesagt, wie ich es eben schon gesagt habe, gerne im Aluminiumbereich, aber natürlich auch im Edelstahlbereich testen wir das Ganze mal aus. Ich würde es heute bei diesem Video belassen. Haut mir es mal unten in die Kommentare rein, ob ihr ein Video dazu haben wollt. Ja, dann mache ich das auf jeden Fall noch. Dann gehen wir mal in die Praxis rein, weil ich denke, das ist schon nochmal der interessantere Punkt. Aber heute habt ihr erstmal gesehen, welche Möglichkeiten gibt es, also welche Sets, was ist in den Sets drin. Und im nächsten Video, wenn ihr das möchtet, gehen wir mal in die Praxis rein, testen beide aus, am besten an einem und demselben Teil. Machen wir, wie gesagt, einmal Aluminium, einmal Edelstahl. Und dann schauen wir wirklich mal bei Edelstahl, ob das so ist, dass wir mit der großen Glasdüse, ja, wie soll ich sagen, Gas sparen, weil wir den Druck, die Bahn nicht höher drehen müssen, sondern mit 8 bar weiterschweißen können. Und viele sagen, dass das hier machbar ist.
Normalerweise geht man ja beim Edelstahl ein bisschen höher. Also das ist wirklich, da bin ich wirklich gespannt drauf. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich teste es für euch, wenn ihr das möchtet. Und ich sage erstmal, haut rein, schönen Tag euch, euer Alulöffel.